Armin Matlow vom SV Jülich 1912 am fünften Spieltag zu uns, bei uns aufgeschaltet, live bei Online Radio Düren. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, guten Abend. Herr Matlow, fünf Spiele sind vorbei. Letzte Woche waren Sie noch auf den Malediven, heute wieder am Platze zu Hause gegen den starken Gegner aus Rhenania-Lohn. Ein Heimspiel. Halbzeit 1, so Ihre Mannschaft ein bisschen nicht auf dem Felde, wahrscheinlich noch im Park fest gewesen, aber in der zweiten Halbzeit ein ganz anderes Bild. Und das reicht natürlich nicht aus. 90 Minuten müssen gespielt werden, nicht nur 45 Minuten. Sehen Sie es anders? Ja, das stimmt. Also wir hatten uns auch viel vorgenommen gegen Lohn. Wir wussten, dass es natürlich ein starker Gegner auf uns trifft. Dass das eine sehr robuste Truppe ist, da war mir klar. Und wir wollten irgendwie gut in den Zweikämpfen kommen und auch die Zweikämpfe gewinnen. Das ist die erste Halbzeit uns leider nicht gelungen. Und wir sind auch schon sehr früh in der zweiten Minute im Rückstand gegangen durch einen katastrophalen Fehler aus der Abwehr heraus. Und 10 Minuten später ist fast derselbe Fehler wieder passiert. Und ich denke mal, Lohn ist natürlich eine robuste, aber auch eine abgezockte Truppe. Die haben natürlich welche in der Mannschaft, die wissen, wo es durchsteht. Und so lagen wir 2-0 zurück in der ersten Halbzeit. Ja, 20 Minuten, Sie haben es gerade selbst gesagt, 2-0 im Rückstand. Sie hatten ja noch Zeit in der ersten Halbzeit. Wie haben Sie denn die restlichen 15, 20 Minuten von der ersten Halbzeit erlebt, als Trainer, wenn man so, sag ich mal, grobe Fehler macht, wenn man die sieht von der Seite? Ja, natürlich ärgert sich man von draußen, wenn man das Spiel natürlich gesehen hat, weil wir uns was ganz anderes vorgenommen haben, wo ich auch die Mannschaft auch darauf hingewiesen habe, dass wir in der Laufbereitschaft besser sein müssen, dass wir besser in die Zweikämpfe kommen müssen. Wenn das natürlich nicht umgesetzt wird, ist man natürlich gefrustet als Trainer, wenn man das sieht. Ja, gefrustet, Halbzeit, locker in die Kabine und dementsprechend die Mannschaft neu eingestellt, neu konfiguriert, mit neuen Kräften zur zweiten Halbzeit. Ja, in der Halbzeit wurde es natürlich ein bisschen lauter, weil, wie gesagt, man ist natürlich sehr gefrustet. Man nimmt sich sehr viel vor mit dem Trainerteam und probiert der Mannschaft was rüberzubringen. Ich denke mal, in der zweiten Halbzeit war natürlich ein bisschen besser, da hatten wir auch ein bisschen mehr Druck auf Lohn gemacht. Aber ich denke mal, so der letzte entscheidende Wille oder der entscheidende Pass zum 2-1, der ist leider nicht gelungen. Und ich muss auch da sagen, geht die Niederlage in Ordnung heute. Ja, Sie haben in den letzten 10 Minuten inklusive Nachspielzeit munter gewechselt. Waren das Motivationsschübe für die Ersatzbank oder, sag ich mal, wollten Sie doch noch den Punkt halten zu Hause? Ja, ich wollte schon irgendwie schnell den Anschluss probieren hinzukriegen durch 3 Auswechslungen. Ich denke, manchmal hat man natürlich ein glückliches Händchen, heute ist es leider nicht gelungen und ich denke einfach mal, wie gesagt, der verdiente Sieg geht nach Lohn heute. Verdient die Punkte nach Renania, die ja, sag ich mal, Ambitionen haben zum Aufstieg. Wenn man ihre Mannschaft sieht, 5 Spiele, 7 Punkte, Fazit so am fünften Spieltag, alle Facetten auf grün oder gibt es auch noch welche, die mit Gelb oder mit Rot gekennzeichnet sind? Ja, ich denke mal, wenn man jetzt die Punktzahl sieht und auch die Spiele und auch die Spiele, die wir abgeliefert haben, muss ich sagen, die ersten 2 waren ganz okay, das dritte war ich nicht mehr zufrieden. Von der Punktzahl 7 Punkte. Ich denke einfach mal, wenn man die Spiele gesehen hat, hätte ich schon gern 10 Punkte gehabt, weil wir jetzt die nächsten 2, 3 Spiele auch richtig schwere Gegner haben. Und das sind natürlich die Punkte, die uns jetzt fehlen. Aber wie gesagt, man braucht jetzt nicht zu jammern, auch nicht in der Mannschaft. Man muss sich einfach wieder neu drauf einstellen für Sonntag. Und ich denke einfach mal, jetzt im nächsten Spiel mit Siersdorf erwartet uns wieder ein schweres Spiel. Da muss die Mannschaft wieder alles abrufen und probieren, wieder auch die Punkte einzufahren. Ja, Siersdorf, Ihr Tabellennachbar, Augenhöhe, 7 Punkte gleich wie Ihre. Wir sind gespannt. Vielen Dank und noch einen schönen Abend. Alles klar, ciao.